Teneriffa, Sehnsuchtsort vieler Deutscher, ist mit ca. 2000 Quadratkilometern die größte der Kanarischen Inseln. Condor fliegt seit 1956 jedes Jahr zahlreiche Urlauber hierher. Einer ist vor vielen Jahren einfach dageblieben und hat es sich in einem wunderschönen Haus in den Bergen, eingerichtet mit viel Liebe zum Detail, gemütlich gemacht. Der Künstler Janosch lebt und arbeitet seit mehreren Jahrzehnten auf der sonnigen Ferieninsel. Heute steht Besuch aus Deutschland an. Im Rahmen einer Charity-Kooperation wird Janosch ein Flugzeug der Condor-Flotte mit seinen Motiven gestalten. Hallo. Andrea Bauer, Projektleiterin bei Condor, besucht den Künstler auf der Insel. Für immer. Für immer ewig. Ich freue mich sehr. Ich bin froh, dass ich sie gefunden habe. Es war gar nicht so leicht. Die beiden haben sich verabredet, um gemeinsam die Motive nach Janoschs Wünschen auf einem Layout des Fliegers zu verteilen. Und hier wohnen sie. Zunächst aber zeigt der Künstler sein Haus. Hier, da schauen Sie, das ist da. Haben die Kinder in Mexiko geschenkt. Schauen Sie hier schon. Das da im Plan, schauen Sie hier, das da. Gut, oder? Nach einem Rundgang durchs Haus ist Siesta-Zeit auf der Insel. Am Nachmittag treffen sich die beiden wieder und es geht direkt an die Arbeit. Ich habe Ihnen heute mal das finale Modell von der Maschine mitgebracht. Ja. Und Sie hatten mir ja schon mal zugeschickt, welche Elemente wir integrieren können in die Maschine. Die habe ich auch mitgebracht. Entsprechend den Vorgaben des Künstlers verteilen Sie die ausgewählten Motive auf dem Layout des Fliegers. Und dann haben wir noch die ganzen Vögel und Sterne. Die verteilen wir unregelmäßig, überall wo Platz ist. Gut? Sieht gut aus. Schöner kann es gar nicht sein. Oder etwa doch. So ein ganzes Flugzeug, das wäre doch in Ordnung. Dass wir es komplett getigert machen. Ja. Ich glaube, da müssen wir, das können wir beim nächsten machen. Okay, also nachher. Nachher. Eine halbe Stunde. Stück für Stück finden die Motive an ihren Platz. Während die beiden vergnügt weiterarbeiten, geht ein langer Tag auf Teneriffa zu Ende. Mehr Informationen zur Kooperation auf www.condor.com.